der Münchner Stadtrundgang mit Christopher Griebel. Damen und Herren, ich begrüße Sie heute ganz herzlich auf der Münchner Theresienwiese. Ich möchte Ihnen so ein bisschen heute wieder die Möglichkeit geben, Zeuge beim Aufbau des Oktoberfestes zu sein. Ich weiß nicht, ob Sie auch sowas schon mal beobachtet haben. Es gibt ja seit wenigen Jahren diese Möglichkeit, dass wenn man in einem Fest zählt, wenn es dann zu laut wird. Es wird manchmal in einem Festzelt zu laut, besonders wenige, wenn wir jetzt nah bei der Kapelle sitzen, dann eher nah bei den Lautsprechern, dass es dann zu laut wird und dass man dann so schreien muss. Und gerade junge Frauen haben dann die Möglichkeit für sich entdeckt, dass sie praktisch dann an ihrer Sitznachbarin, dass sie die nicht anschreien und sich dann beim Hören schwer tun, sondern die tun sich dann gegenseitig SMS schicken oder E-Mails mit diesen modernen Handys und diesen Geräten, mit diesen Devices, wie man sagt, ist ja das alles möglich. Und dieses Jahr ist es sogar besonders gut möglich, weil, wie ich jetzt gerade sehe, haben sie jetzt da echt den vollen Sendemasten neigestellt mitten aufs Oktoberfest, der dann da ins Weinzelt neistrahlt, dass du praktisch, wenn du den Händel kriegst, das nicht ganz warm ist, dann holst du es einfach praktisch in den Strahl rein und die Mikrowelle, die erwärmt einem dann praktisch das Kickerl. Da dampft es dann richtig, gell? Brutal. Schauen Sie mal das Teil an. Der Wein weiß jeder Depp, dass es viel gescheiter ist, wenn man Masten rund um den Turm hinstellt mit wenig Leistung, dann hat man die gleiche Deckung, aber da sind sie wahrscheinlich gestingert dazu, gell? Da hinten steht also was komisch auf dem Zelt drauf, das ist ein Wahnsinn. Das ist mir noch gar nicht so aufgefallen, dass man hier praktisch sich, weil da hinten ist jetzt nichts. Schön wäre es natürlich auch, wenn man vielleicht der Bavaria, schauen Sie, die hat so ein Kranzl um in der Hand, wenn man ihr vielleicht anstatt den Kranz dann auch so einen Sendemasten, das würde ja ganz gut ausschauen. Also, so einen Sendemasten in den Tank gibt, dass die da auch noch ein bisschen rumsendet. Ja, Wahnsinn, echt. Da hinten ist auch einer, ja, okay. Es gibt schon etliche. Ja, du glaubst, das ist Wahnsinn. Schauen Sie da hinten über. Ja, das sehen Sie jetzt. Kommst du mal her? Hinten ist auch einer. Da hat mich jetzt schon gedacht. Es ist ja nicht bloß der mittendrin steht. Es gibt rund um den Turm schon ein paar so Sendemasten. Schauen Sie da hinten, da sind diese Liegencontainer oben da noch auf der Stellage drauf. Dann rechts davor ist noch so ein Container mit der grünen Tür. Und hinter dem Container mit der grünen Tür, schauen Sie, da sind auch noch mal ein paar so Sendeanlagen für. Ja, genau da hinten. Sehen Sie. Also, dann strahlt praktisch der Mast, den wir da vorher gerade gesehen haben, der so mittendrin oder direkt neben dem Weinzelt steht, nur so stark, dass man nicht das Kickerl warm machen kann, sondern nur heiße Ohren kriegt. Oder, ja, ja, also man macht es nicht heiß, sondern nur warm. Damen und Herren, also nein, ich wollte ein bisschen auf die alte Wiesen gehen. Wir sind ja heute nicht auf der, ich weiß gar nicht, neue Wiesen ist ja nicht, also auf dem regulären Oktoberfest, ich wollte mal schauen, wie es also zurzeit eben beim Aufbau der historischen Wiesen ausschaut. Und da bin ich immer auf diesen Sendemasten gestoßen. Bin ja gespannt, ob sie die noch dekorieren. Würde sich natürlich dann hervorragend dazu eignen, dass man dann, was weiß ich jetzt, so ein Freefall drumherum baut. Wissen Sie, dass man also praktisch dann so in die Strahlung hineinstürzt. Das hat man also dann nicht bloß einen Nervenkitzel, sondern auch einen DNA-Kitzel. Mal schauen Sie, hier hinten, da öffnet sich jetzt der Blick schon auf die historische Wiesn. Da ist man auch schon kräftig dabei, gut dabei, mindestens genauso gut wie auf dem anderen Oktoberfest. Ist halt sehr übersichtlich, gell. Mal ein bisschen rüber, lassen wir den vorbei. Damen und Herren, ich begrüße Sie jetzt wieder auf der Baustelle der alten Wiesn. Aber auch hier wird, wie Sie sehen, mit modernster Technik gearbeitet. Ne? Mit Lastkraftwagen und. Oh. Ja, man hört auch Motorsägen bei der Arbeit. Fichtenmopeds, wie man auch sagt. Also hier entstehen also die Festzelte, in denen die Tradition den Vorrang hat. Die alte Wiesen, also hier sind die, schauen Sie, sind die Gantertisch, wo dann die Fassel draufstehen. Da stehen sogar ziemlich viel. So, das ist also hier praktisch nichts Container, sondern Fass, Holzfass. Garnitur. Ein Tisch, zwei Bänke. Tradition Limogarten. Limogarten. Weißbiergarten, aha. Da weiß man, woher der Wind weht. Ne?
Münchner Weißbiergarten, Edmund Radlinger, vermute ich mal stark. Also dann gehen wir mal rüber in den Biergarten vom Traditionszelt. Sehen Sie auch Augustinerbrei, darum haben Sie hier die Fassel, den Tisch für die Fassel. Ich finde es immer so spannend, wissen Sie, wenn man so rumschaut, was alles so umeinander flackt. Also gerade bei den Sachen, die man so, wo so rumflackert, da kann man wahnsinnig viel daraus ablesen, was für ein Wind weht, beziehungsweise mit welchen Problemen sich gerade die aufbauenden Leute herumschlagen müssen. Aha, hier kommt der Strom, schauen Sie, sind Sie gerade dabei, die Stromkabel zu verlegen. Das sind die Stromkabel, mein lieber Schieber. Wobei das Orange, glaube ich, das ist eher ein Datenkabel. Dateweiler CU7702. Dateweiler mit Y. Alles schön Englisch. Vierkantholz. Das passt dann zum Unterlegen. Wissen Sie, da kann man dann diese Boden. Was mich interessiert, schaut, dass ich noch nicht drauf habe. Wissen Sie, ich würde mir so gerne so einen Bodenleger auf dem Oktoberfest fragen, ob er nicht lieber einen Teppichboden verlegen darf oder ein schönes Parkett oder so. Wissen Sie, wenn man sich überlegt, in die Küchen, in den ganzen Kücheneinrichtungen hier auf der Wiesn, da wird jedes Jahr werden ein paar tausend Quadratmeter Estrich neu frisch verlegt und nach der Wiesn müssen den Estrich wieder rausreißen. Ne? Ähnlich ist es ja hier auch. Ah, und hier sind wieder Paletten, haben wir ja letzte Woche schon gesehen. 0814. Nächstes Jahr sind es dann 0815 Paletten. Die man praktisch zur Unterlage braucht, wo dann der Boden draufgebaut wird. Also hier riesiges Traditionszelt, das ist echt groß. Also so groß war es mir gar nicht in Erinnerung. Aber ich muss Ihnen ganz ehrlich sagen, ich bin letztes Jahr gar nicht so richtig dazu gekommen, dass ich mir das alles mal intensivst anschaue. Auch schon fast fertig dekoriert und da drüben ist das Herz-Kasperl-Zelt. Ne? Dann steht der Mann mit dem Gabelstapler da und steht auf dem Plan. Muss man gleich schauen, was der Mann plant. Oder ob er bloß alte Speisekarten gefunden hat. Also wir sehen uns gleich wieder. Also das mit dem Plan, Damen und Herren, das hat jetzt nicht ganz hingehört, weil just wie ich mich mit dem Plan beschäftigen wollte, da hat es zum Regen angefangen und dann haben die praktisch nicht fluchtartig das Weite gesucht, sondern der andere ist seinen Stapler reingestiegen, weil er ein Dach über dem Kopf hat und dann jetzt wieder Gabelstapel fahren. Aber der Plan, das war der Küchenplan von drüben vom Traditionszeit. Also das habe ich schon. Und den haben sie halt eingesiegelt, weil natürlich das Wasser vom Himmel her, der muss ja auch manchmal raus aus dem Zelt, wissen Sie, das setzt solchen Plänen unheimlich zu. Aber was mich jetzt viel mehr beunruhigt als der Regen, ist, dass hier planiert wird. Schauen Sie sich das mal an. Der planiert den Platz in anderen Zelten. Wie wir gesehen haben, sind sie schon lange mit dem Aufbau fertig und der noch schon dekorieren. Und er planiert noch. Ich glaub's einfach nicht. Wahnsinn. Ich meine, natürlich, es ist klar, man braucht, um Bauwerke zu errichten, möglichst einen ebenen Grund. Das weiß jeder, der schon mal gezettelt hat. Wenn du einen Zettel an Hang baust, dann rollt man in der Nacht immer auf eine Seite. Und das ist natürlich äußerst unangenehm. Und man muss ja auf dem Oktoberfest auch an die ganzen Mütter mit den Kinderwagen denken. Wenn die mit dem Kinderwagen heraus sind und der Boden ist nicht eben, dann rollt die ganze Zeit der Kinderwagen weg. Und wo sich der dann wiederfindet, bei so vielen Menschen. Schauen Sie, jetzt fährt der mit seinem Bagger dahinter, da hat er seine Hebevorrichtung für, das da hinten sehen Sie, das ist so ein Ring, wahrscheinlich für irgendeine Versitz-Klärgrum- oder Sickeranlage. Jetzt schauen Sie, jetzt langt er da rein. Bang, bang, Obanteln. Dann spreizt es unten auseinander. Ja, irgendwas, es gibt. Sehen Sie, jetzt hat sich das neu gespreizt. Und jetzt kann er praktisch ohne große Anstrengung diesen schweren Betonring von links nach rechts ziehen. Oder nein, es geht sogar so weit, dass er damit spazieren fährt. Mit seinem Liebherr 900. Ich sage Ihnen, als Kind hätte er so gerne so einen Bagger gehabt. Sie machen sich, da hat es damals bei Ihnen so klar war, so 6, 7 Jahren hat es so einen Fuchs gegeben. Das war so ein blauer Bagger, Fuchs ist mitten drauf gestanden. Ich glaube, Fuchs 501.
Und der ist jetzt praktisch von dem Lieb her verdrängt worden. Und wobei mir diese Farbe von dem Fuchs 501 viel besser gefallen hat. Sehen Sie? Und dahinter taucht jetzt der Mann hinter dem Erdhaufen. Sehen Sie, da kommt der Versitzkram hin. Nicht der Versitzkram, eine Sickeranlage. Das ist wahrscheinlich eine Sickeranlage für das Regenwasser, was ich auf diesen Zeltdächern bei Regenfall sammeln könnte. Und wenn das dann so runterrauscht, wissen Sie, damit sich das nicht also auf die Kinder wegen und die Mütter ergießt, bauen wir da so Versickeranlagen. Aber dass die mit dem Planieren noch, dass die da noch nicht fertig sind, das beunruhigt mich jetzt. Herrschaftszeiten. Ich hoffe ja, dass das nichts Böses zu bedeuten hat. Damen und Herren, so schaut es also im Museumszelt aus. Das Zelt, in dem die historischen Prunkstücke des Münchner Schaustellervereins und auch der Abteilung des Stadtmuseums für Schaustellerei der staunenden Öffentlichkeit präsentiert werden. Hier wird kräftig gebaut. Schauen Sie, diese wunderbaren Teile stehen ja schon da. Alle Schausteller wegen. Ich habe hier mal, wann war es, letztes oder vorletztes Jahr, bin einfach mal durchgegangen und habe die Leute gesagt, wissen Sie, ich bin Gebrauchtwagenverkäufer, ob ich Ihnen irgendwas anbieten darf. Sie, da waren ein paar dabei, die hätten diese Karren sofort gekauft. Die sind da, ich meine, die haben nicht bloß einen Flair, sondern sie sind auch total gemütlich. Wissen Sie, dort müssen, als die gebaut worden sind, da hat man nur so auf sowas wie auf Verkehrssicherheit, ich meine, die haben wir nicht schnell fahren müssen. Wissen Sie, sind da langsam dahin gezuckelt, aber waren halt dazu da, damit sich die Leute dann praktisch auf der Fahrt und bei ihren Plätzen, wo sie waren, halt wohlgefühlt haben. Und so Wagen, schauen Sie, Leute, wie Brot die sind. Das müssen Sie mal die Bräden von dem, wo. Gehst du mit der Kamera rüber. Ehrlich, geh mal zu mir her. Ich meine, der ist jetzt nicht so Brot, aber der ist ja richtig da. Das ist ja wie ein Wochenendhäusl. Ne? Vernietet, also ein Prachtstück. Dann hier, wenn wir uns mal umdrehen. Wir präsentieren die Wiesengeschichte Münchner Stadtmuseum. Sehen Sie, das ist herzlichen Dank für Ihren Besuch. Auf Wiedersehen. Sehen Sie, ich bin schon da. Einer der Ersten, der hier sich wieder sieht. Und da drüben wird jetzt ein Standl aufgebaut. Da steht dann mitten in der Halle so eine Schiffschaukel herin. Und bitte sagen Sie nicht, meine Herren und Damen, das wäre langweilig. Also für alle die meinen, es würde hier zu langweilig sein und bloß was für Kinder. Hier in der Kisten, da ist die Erotik drin. Schauen Sie da, das ist diese Erotikkisten, die dann auch irgendwann mal geöffnet wird. Und also es hat durchaus so ein bisschen auch so ein bisschen Pfeffer, ein bisschen Schmackes. Also durchaus etwas, was auch dem Papa gefällt. Ne? Damen und Herren, mit diesen wunderbaren Einblicken wünsche ich Ihnen einen schönen und einen guten Abend. Wir sehen uns dann später wieder. Spätestens hier dann auf der Wiesn. Also bis zum nächsten Mal. Servus und für Gott. Das war der Münchner Stadtrundgang mit Christopher Griebel.